Ay, por Dios, ich muss meine Nachricht auf Stellas Mailbox unbedingt löschen. Sie darf die niemals hören. Hola. Achso, weil ich hier bin, guten Abend. Ich weiß, es ist alles sehr irritierend, es ist viel passiert und ich möchte nur sagen, du hast doch nicht gerade wirklich da die Mailbox von mir abgehört? Du wirkst verstört. Oh nein, okay, oh nein, bitte nicht. Okay, wenn du das nicht abgehört hast, dann löschen. Einfach, weil ich hab dir was geschickt. Stella. Edward. Was? Warte mal. Hä? Wie, du hast mir gerade ein riesiges Liebesgeständnis auf die Mailbox gesprochen. Also, kannst du das nicht so riesig machen? Also, denn so riesig ist es ja gar nicht. Ach so, okay, das macht man mal eben so. Oder? Nein, na klar, man... Wie, du sagst, du hast die ganzen Briefe ja. Für Kevin, die, also, nein, du hast die ganzen Briefe, die du für Kevin geschrieben hast, alle ernst gemeint und du liebst mich und, hä, was hat das denn jetzt zu bedeuten? Liebe. Dass ich Alkohol getrunken habe, das riechst du doch. Könntest du mal dein Handy geben und das trotzdem löschen, damit andere das Peinliche... Es ist peinlich, ich bin auch betrunken. Verstehst du, was ich meine? Ich will einfach nur, dass du, ja, einfach alles vergisst. Lösch es in deinem Gehirn. Das ist nie passiert. Ich weiß auch nicht, was daran gerade lustig ist. Sag mal, Diego, hämmert bei dir gerade noch? Nee, also jetzt mal ganz im Ernst. Okay. Zuerst hilfst du die ganze Zeit, ja, Kevin mich zu verarschen, dann gibst du dich noch als guten Freund aus, dann sprichst du mir keine Ahnung, was für ein Liebesgeständnis auf die Mailbox, um im gleichen Moment hier nachts betrunken reinzuschneien, um mir zu sagen, ach du, das habe ich mir einfach so aus deiner Laune herausgemacht. Es hat keine große Bedeutung, okay? Das ist einfach nur, um ihm zu helfen. Okay? Haben wir uns jetzt verstanden? Sag mal, nee, Diego, ihr spinnt doch alle raus hier jetzt. Also ich will jetzt, dass du gehst, mir reicht das. Sag mal, ihr habt doch alle nicht mehr den Schuss gehört. Okay, nicht, Entschuldigung. Tut mir leid, ich hab's aufgeregt. Buenas noches und psch. Okay. Gute Nacht. Danke. Gracias. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht, weil ich die ganze Zeit an Stellas Blick denken musste, nachdem sie mein Liebesgeständnis gehört hat. Aber es darf nicht sein. Ich muss Kevin sagen, dass ich Stella auch geliebt habe, bevor er es von irgendjemandem erfährt. Die Tür wollte ich echt offen lassen und ein bisschen frische Luft reinlassen. Es ist besser, wir sollten reden. Ja, dass wir beraten, was los war am Cash gestern, weil du schnell weg warst. Gestern. Das ist ja, ist man nicht so von dir gewöhnt, aber ist doch egal. Das gestern führt zum heute. Komm mal vor, ja genau. Wir beide müssen reden und zwar über Stella. Diego, wir müssen gar nichts, wir können existieren und wir sind Menschen und es reicht schon, okay? Danke. Schön mit deiner Philosophie und schön, dass es dir besser geht mit deinen Worten. Aber das ist genau das Beste. Weißt du, was ich meine? Darf ich auch was sagen? Das Ding ist einfach, ich bin schon einfach sehr in meiner Emotion drin. Ich bin die ganze Zeit am Nachdenken und dieses Thema, nein, das ist sowieso, das ist wie, da wird's mir warten, da wird's, da, ich, nein, ich möchte nicht drüber reden. Ich kann dann, weil ich muss mir einfach selbst eingestehen, dass ich ein Idiot bin in dieser Situation. Nein. Dass ich halt einfach selbst verbockt habe. Ich war nicht besser als Olli. Ich habe meine moralischen Werte nicht eingehalten. Ich habe einfach wirklich was aufgepauscht über deine Worte. Und wir beide haben das doch geklärt. Darum müssen wir darüber nicht reden. Diego, gib mal. Oliver sagt über Karma. Kannst du mal kurz was sagen? Hör mal zu, können wir bitte einfach nicht über das Thema reden. Okay. Das ist so viel Energie. Ich bin schon sicher. Ich bin schon sehr müde. Ich bin schon sehr erschöpft. Ich bin wirklich gerade nicht in der Lage, darüber zu reden. Und. Aber wechseln wir auf was Positives eher. Okay. Sehen wir es mal so, du bist ein ehrlicher Freund, das schätze ich sehr an dir, wollte ich einfach mal sagen, über die ganzen Jahre erstreckt. Und eigentlich bin ich auch so, und vielleicht muss ich mich auch selbst finden. Ich habe das mit Dana vielleicht auch noch nicht verarbeitet, das ist einfach viel. Und deswegen als Freund, Diego, wir danke. Beide glauben ja an die große Liebe und wir gönnen uns alles, ja? Wir gönnen uns alles. Hi, Tag zusammen. Ja, schön, dass du pünktlich bist. Ich muss jetzt zum Arzt, ich habe eine Untersuchung. Vielleicht später in der WG ein bisschen Sport, das lenkt mich ein bisschen ab, Digga. Ich muss jetzt erstmal, hab ich schon wieder ein bisschen, ne? Punk, frische Luft und viel Gesundheit. Es tut mir leid, was Kevin und ich dir da angetan haben. Das hätte niemals so weit kommen sollen. Und
hätten einfach von Anfang an die Wahrheit sagen sollen. Von Anfang an. Ich hätte das tun sollen. Von Anfang an. Die Wahrheit sagen. Es ist so, Stella, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Wenn du mich alles anschaust. Hey. Was passiert? Boah, ist das sorry. Alles gut. Das war echt süß. Wir haben es zufällig mitbekommen. Ja. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Wie das süß. Ist voll süß. Ja. Vor allem, dass Diego einfach es so ehrlich sagt. Ja. Es war doch Diegos ja, Stimme, oder? Ja, war's. Oh, ja, war es. Ein richtig schönes Lebensgeständnis. Ja. Er sagt halt, er war total betrunken, als er das aufgenommen hat. Und ich soll das nicht so ernst nehmen und ich soll das löschen, aber... What? Kann nicht sein. Nein, ich kann das irgendwie nicht. Nein. Diego ist komplett in dich verschossen. Ja. Zu 100%. Und alleine das, was er in den Briefen geschrieben hat. Also ich wäre niemals in der Lage, einen Brief für jemand anderen zu schreiben, der so, so schön ist. Also das ist offensichtlich das, was Diego wirklich für dich fühlt. Meint ihr echt? Natürlich. Ja, klar. Oh, ich muss ja schon zugeben, ich hatte vorher schon so ein Gefühle für Diego, aber ich habe halt gedacht, er ist mit meiner Freundin Laura glücklich und dann kamen halt diese Briefe mit, von Kevin und ich habe mich irgendwie voll in diese schönen Worte verliebt. Ja, da gibt's aber ein Aber. In die schönen Worte von Kevin, aber die Worte kamen ja gar nicht von Kevin, sondern von Diego. Ja. Das heißt, wenn du vorher schon Gefühle hattest für Diego, dann müssten deine Gefühle jetzt für Diego umso stärker sein. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also los! Ich weiß auch nicht, oh Leute, ich habe so richtig Gefühlschaos im Moment. Ja, verstehe ich. Ich weiß gar nicht, wo mein Kopf steht. Kevin, Diego, keine Ahnung. Aber ich meine, selbst wenn, ich kann ja jetzt nicht einfach mit Diego zusammen sein, weil ich war bis gestern noch mit Kevin zusammen und ich sag mal so, verstehe ich halt auch wirklich die Freundschaft zwischen den beiden kaputt machen. Ja gut, aber guck mal, jetzt mal was anderes. Jetzt mal unabhängig von den Briefen, so wie du jetzt hier stehst, was empfindest du? Für wen? Für wen hast du Gefühle? Diego. Aha. So, und guck mal, ich spreche aus eigener Erfahrung, ich weiß, wie es ist. Zwei Herzen, die zusammengehören, finden so oder so ihren Weg zueinander. Also da kann man sich gegenstellen, wie man möchte. Deswegen, geh deinen Weg, hör auf das, was du fühlst, Punkt, aus, Ende. Sie hat recht. Ja, natürlich kann ich jetzt nicht einfach sofort mit Diego zusammen sein. Aber er soll wenigstens wissen, dass mich seine Worte und seine Briefe... ja, nicht kalt lassen. Hallo? Okay, ah, krass. Haben Sie noch auf? Kann ich noch vorbeikommen schnell? Dann würde ich es abholen. Stunde, okay, alles klar. Ja, danke fürs Bescheid sagen, dann bis gleich. Danke, ciao. Okay, dann viel Erfolg. Ja, okay, ciao, bis gleich. Okay. Rein. Diego? Bitte. Das war ein Fehler. Ich war nicht in der Lage. Also das Ding ist, wenn das so war, okay, aber ich verstehe mich, ich bin einfach gerade irgendwie so ein bisschen verwirrt und ich möchte einfach von dir nur Ehrlichkeit haben. Also war das, was du in der Mailbox-Nachricht gesagt hast, alles die Wahrheit? Und oder hast du diese ganzen Briefe und das alles für Kevin einfach nur so geschrieben, und hast nichts dabei empfunden? Ja, ich habe das auch so gemeint. Ich fühle so.
Das ist alles wahr. Und ich bin seit Wochen in einem Gefühlschaos gefangen. Aber... Warum hast du nicht einfach sofort die Wahrheit gesagt? Und erst was mit meiner Freundin Laura angefangen, wenn es so ist? Ich sah dich und Kevin glücklich. Und ich wollte euch nicht stören. Ich hab gedacht, ja. Du warst glücklich, du hattest nur Augen für Kevin. Also was jetzt, wir waren heimlich ineinander verliebt, weil wir niemanden verletzen wollten. Das würdest du mir gerade sagen. Das geht sowieso nicht. Kevin ist ein sehr guter Freund von mir und er würde die Freundschaft abbrechen. Ich kann das alles nicht riskieren, ich kann nicht den Ritter spielen hier gerade, weil um was geht es hier gerade? Dass Menschen verletzt bleiben, aufgrund von Lügen? Ich kann das nicht, Stella. Ja, ich will dich auch gerne jetzt gerade Schatz nennen. Weißt du, was ich meine? Es sind nicht nur Kevin, es ist auch Laura. Das ist... Ich weiß. Ich denke noch an Laura. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Kannst du es vergessen? Hm? Sag was. Oder besser gar nicht. Ich glaube, wir sollten das abbrechen. Ich brauche einfach mehr Zeit. Stella, ich kann das nicht. Oder ich brauche Zeit. Kannst du... Soll ich dir ein Taxi... Das ist schon gut. Okay? Ja. Wir machen das. Ich mach das schon nicht. Stella. Kevin. Hey. Du wolltest gerade gehen. Du wolltest ja. Hast du schon alles, was du wolltest? Ja? Die Sachen? Ja? Ja. Okay, Kevin. Dein Portemonnaie? Ich meine, du wolltest ja noch, oder? Was ist los? Hey? Du mieser kleiner Pisser, Alter. Ich kann ja nicht mal in deine scheiß Augen schauen, Alter. Ich muss mich gerade so zusammenreißen, dass ich hier nicht komplett ausrasse. Was bist du für eine F***e, Alter? Hey! Was bist du für ein Freund, Alter? Du nicht. Was du nicht? Was denn? Hast du das komplette Gespräch gehört? Du liegst weiter rum, oder was? Hey, geh, komm mir nicht zu nah. Hau ab von mir. Ich hab alles gehört. Du hast es mir scheißegal. Was bist du für ein Lügner? Du hast dich, machst dich jetzt an die ran. Willst du sie direkt los? Willst du direkt reinkommen? Wahrscheinlich hast du auch alles inszeniert mit den ganzen Videos. Ich verstehe dich gerade nicht. Ich hab dich gehört, Alter. Deutlicher, was denn? Was ist passiert? Ich hab dich gehört, du hast ein scheiß Handy angehabt. Und du hast ja einfach, ich hab alles gehört von deinem scheiß Gespräch, Alter. Du bist für mich kein Freund! Du verletzt mich gerade so schick! Du verpiss dich, Mann! Du musst ja raus, ich kann dir nicht mehr sagen! Wir reden, du hast alles inszeniert, 100%ig! Du hättest ja von Anfang an die Wahrheit sagen können! Wir reden nochmal, Kevin! Okay, mir ist das einfach zu viel. Stella, bitte geh einfach und... Ich kann meinen besten Freund nicht verlieren, okay? Jetzt habe ich viel zu reparieren! Viel zu reparieren! Stella! Hola, Señora. Hola. Hola, Caballero. Gut, dass du kommst. Ich wollte jetzt Feierabend machen. Also ich muss mal kurz nach oben. Und kannst du dann vielleicht bitte abschließen? Geht das? De acuerdo. Okay, super. Gracias. Kevin, können wir von Hombre zu Hombre reden? Wäre mir wichtig. Kannst du einfach mal dein verlogenes Maul halten einfach? Weil da kommen eh nur Lügen raus. Wer kommt denn hier pfeifend runter? Hast du gut Laune? Ja, hast du mich schon an reingewirkt, ja. Freust dich jetzt. Wir sind Arbeitskollegen hier, okay? Hör mal, Arbeitskollegen, lass mich in Ruhe einfach. Hier ist kein Privatleben. Hier ist kein Privatleben. Hättest du mir von Anfang an auch mal zugehört, verstehst du? Das ist es ja. Dein Egoismus, das geht nicht mehr so weiter. Mann, wir reiten uns doch hier in was, in den Krieg rein? Das will ich nicht. Ich möchte mit dir reden, okay? Also, hör mir zu. Bitte, die Deutlichkeit ist mir
wichtig, diese Rechtfertigung. Ich bin kein Monster, so wie du es darstellst, okay? Ich hab dir geholfen. Okay, und dann habe ich mich irgendwann mal in sie verliebt und hab dir weiterhin geholfen. So, das andere ist alles Schicksal. Auch das mit dem Anruf, das war alles nicht extra, so bin ich nicht. Und das musst du mir glauben, okay? Du bist mir wichtig als Freund. Und darum werde ich auch nicht mit Stella zusammenkommen, okay? Weil man das nicht macht. Wow, das war so toll, das hast du echt toll alles gesagt, du bist so cool. Ich hab keinen Respekt vor mir. Ja, hab ich auch nicht mehr. Weißt du warum? Du hast gesagt, Absicht, war Absicht, ja, das war Absicht. 100% von wem keine Absicht? Du hast uns mit Absicht auseinandergebracht. Das ist Fakt. Also scheiß ich auf deine Meinung. Ich scheiß auch auf dich, verstehst du das? Ist das jetzt klar und deutlich? Geht nicht hier ab. Fahr mal runter, Kevin. Sorry, Leo. Dieser Mensch nervt mich einfach und er hat sich kapiert, dass wir im Arbeit sind. Okay, aber erklärt das doch wie zwei erwachsene Menschen. Oder soll ich dann anrufen, ja? Okay. Kann ich auch gerne machen, dann schmeißt der mich raus. Nein, alles gut, weißt du was? Ich hab dir eh nichts mehr zu sagen. Du hast gesagt, unsere Freundschaft ist wichtig. Mir aber nicht mehr. Unsere Freundschaft ist gekündigt, Alter. Und ich gehe jetzt, ja? Danke. Was geht denn bei euch ab? Kevin ist doch einer meiner besten Kumpels. Das kann es doch nicht gewesen sein. Ich werde alles dafür tun, damit er mir glaubt, dass ich seine Beziehung nicht absichtlich zerstört habe. Und dafür muss ich als erstes Stella versuchen zu vergessen.